So, das hier ist die Schminkaufbewahrung. So sieht das Ganze von weitem aus. Ich bewahre mein Make-up auf diesem Tisch. Der ist von IKEA. Den hat jeder hier auf YouTube. Den kennt ihr. Und ich würde sagen, ich zoome das Ganze mal näher ran und zeige euch, was da alles so drauf ist und was in den Schubladen drin ist. Und ich würde sagen, lasst uns beginnen. Das sind hier meine ganzen Pinsel, die ich besitze. Ich habe überwiegend Pinsel von BH Cosmetics, von Real Techniques habe ich welche. Ich habe aber auch welche von Amazon, also einfach Amazon-Pinsel eingeben und dann findet man da eigentlich riesengroße Auswahl. Und dieses Teil hier, das habe ich mal bei Teddy gekauft, aber das ist eigentlich, gehört das ins Badezimmer. Das hat auch hier so Noppen dran. Aber ich fand das eigentlich ziemlich cool. Ich fand auch die Farbe, die passt zu meinem Zimmer und deswegen habe ich das einmal und direkt rechts daneben, upsala, sind weitere Pinsel, Puderpinsel, Lidschattenpinsel und diese Teile hier, die hat auch wirklich jeder. Das sind ja eigentlich diese Blumentöpfe von IKEA, aber ich finde, das sieht auch ganz hübsch aus und ja, da bewahre ich meine Pinsel, so wie jeder eigentlich. Und ja, rechts daneben habe ich dann alle meine Lip Liner. Dieses Ding hier, das habe ich mal bei DM gekauft und ich fand das auch praktisch, weil das hat hier so drei Fächer. Und eigentlich wollte ich das sortieren, so in Nude, Rot, Stichig und etwas Dunkel, aber ja, irgendwie hatte ich da doch keine Lust zu. Und ja, hier sind meine ganzen Lip Liner und die sind hier von Essence, von Trended Up, die ich richtig gut finde, von P2. Und hier vorne sind noch so einfach so Sachen, die eigentlich gar nicht dazu gehören. So Eyeliner, Kajalstifte und zum Beispiel auch so Sachen, was auch mal aus dem Sortiment gegangen ist von P2, diesen Jumbo-Pinsel, den ich richtig gut finde. Und ja, das sind eigentlich so ziemlich alle Lip Liner, die ich habe. Und die finde ich auch richtig gut. So, und weiter rechts daneben bewahre ich meine ganzen Foundations, Concealer und auch eigentlich so meine High-End-Sachen. Ich habe zwar nicht viele, aber ich werde das Ganze mal erstmal ranzoomen und dann zeige ich euch das etwas genauer. So, das ist erstmal das, was hier auf diesem Organizer drauf ist. Das sind so Lippenstifte. Das ist zum Beispiel mein allererster Chanel-Lippenstift. Den kann man so aufmachen. Also hier oben kann man so drücken und dann, ne, ich fand den echt schön. Ist zwar also jetzt so eine Farbe, die ich nicht mehr so schön finde. Das geht mehr so in dieses, ja, so, man sieht das jetzt leider nicht. Das kommt nicht so gut rüber, wie es eigentlich aussieht. Aber das ist halt so eine Farbe, die hat sehr viel Schimmer leider. Aber wie gesagt, als ich angefangen habe mal zu arbeiten, das war so mein allererstes Gehalt, was ich bekommen habe. Und dann habe ich mir direkt den hier gekauft. Dann habe ich auch angefangen, MAC-Lippenstifte zu sammeln. Ich habe halt auch Lippenstifte, die so mal gehypt wurden, zum Beispiel der Diva von MAC oder den Rebel, den ich übrigens immer noch schön finde. Also das ist auch ein Lippenstift, den würde ich immer noch tragen heute. Und ja. Und einer meiner absoluten Lieblingstöne von MAC ist der Ruby Roo. Wirklich so ein richtig, richtig schönes tomatiges Rot. Und ja, aber mittlerweile bin ich jetzt nicht mehr so MAC-Lippenstifte-mäßig gehypt, weil ich finde es auch ein bisschen teuer, so 20 Euro für einen Lippenstift. Und wie man sieht, die Dinger fangen ja auch schon so Staub ein. Das sind auch vor allem so Sachen, die ich gar nicht so oft benutze. Aber was ich euch noch zeigen wollte, sind die hier. Das sind so von Make-up Revolution, sieht man das. Wenn ich hier so meine Hand drauf halte. Ich bin jetzt nicht so der Pro, aber irgendwie fokussiert nicht. Aber so. Von der Aufmachung her ähneln die den MAC-Lippenstiften schon sehr. Und ja, hier links daneben sind Foundations auch von NARS. Das ist übrigens eine, die mir passt, weil sie olivstichig ist. Von MAC. Ansonsten, ich habe noch hier von Maybelline Concealer, den Pro Longwear Concealer, den ich auch gar nicht wirklich so gut finde. Und mein allererstes Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist dieser Finish Concealer von MAC. Und den würde ich mir definitiv nochmal kaufen. Ja, das ist erstmal das, was hier oben drauf ist. Und darunter sind halt eigentlich nur noch so auch Foundations aus der Drogerie, die mir leider alle nicht mehr passen. Aber die ich eigentlich gut finde. Von Catrice, diese Photo Finish Foundation. Vielleicht erinnern sich ja auch einige von euch an die. Die ist ja mal aus dem Sortiment gegangen.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mir die neue. Aber die hier, die ist ja auch, glaube ich, aus dem Sortiment gegangen. Die kommt nicht annähernd ran an die Fotofinish, was ich sehr, sehr schade finde. Aber naja, ne? Was soll man machen? Darunter auch noch Foundations von Essence, Manhattan und hier in der Mitte, das habe ich vergessen aufzumachen. Ja. Und ganz unten drunter sind so, habe ich so eine Concealer-Palette von Elf, von LA Girl, Catrice, Primer. Aber wie gesagt, man sieht ja auch schon, das sind so Sachen, die benutze ich gar nicht so oft, weil ich auch eigentlich nur Concealer benutze und deswegen. So, jetzt würde ich sagen, mache ich mal die Schublade auf und zeige euch mal, was ich in der Schublade drin habe. Ja, hier ganz links habe ich meine ganzen Lippenstifte. Ich habe hier auch noch so Lippenstifte vom P2, die gibt es ja schon so ewig nicht mehr im Sortiment, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt die Zeit gewesen, da habe ich ja angefangen, einen roten Lippenstift zu tragen, also um etwas mutiger zu werden. Deswegen, ich weiß nicht, da steckt so ein bisschen Erinnerung dran. Von L'Oreal, ne? Als ich Para hatte, konnte ich mir das halt auch noch leisten. So jetzt als Studentin ist ein bisschen schwierig. Von Catrice, von außer LE, die fand ich auch mal schön, von hier Essence. Und auch von Wet n Wild habe ich mir auch mal was gekauft. Und zwar dieses angebliche Dupe, diesen, wie heißt der? Brave? Bear It All, sieht man das? So, dann weiter rechts daneben habe ich so Sachen, die ich mir neu gekauft habe und einfach noch so ausprobieren möchte. Zum Beispiel von Maybelline diese Wimperntuschen oder von Rival de Loup diese flüssigen Lippenstifte, Liquid Lipsticks, die ich gut finde. Vor allem sind die auch günstig. Von NYX aus dieser Lingerie-Reihe. Und auch hier habe ich auch gar nicht so allzu lang. Von Makeup Revolution, diese Salvation Velvet Lacquer, die übrigens richtig gut sind. Und so, hier sind dann meine ganzen Highlighter, die ich habe. Das ist einer von Rival de Loup. Ich habe hier einen von meiner Schwester geschenkt bekommen. Das ist der hier von Catrice, von Alverde. Das war mal eine LE. Von Essence, der ist ja auch aus dem Sortiment gegangen. Und da ganz hinten sind halt noch so Rouges, die ich aber nicht so oft benutze vom P2 eigentlich. Aber ja, deswegen ist auch dieses Ding hier ganz hinten, da gehe ich eigentlich selten dran. Hier habe ich so Monolidschatten drin und zwar von Uma. Ach, guck mal, ey. Den habe ich echt gerne benutzt, den Ton. Und hier sind meine ganzen Wimpern. Ich habe mir mal von Hanadi Beauty auch mal diese Wimpern hier bestellt. Die sind gut, aber ich finde die ein bisschen zu buschig. Also ich muss da irgendwie gucken, wie ich das so handhabe. Und von Amazon diese günstigen Wimpern Red Cherry. Und wie man sieht, irgendwie fällt hier alles weg. Und ja. Ja, hier habe ich dann halt auch noch so weitere Liquid Lipsticks von Rival de Loup. Das war ja mal so eine LE, die war echt Hammer. Und hier habe ich diese ganzen Makeup Revolution, diese Liquid Lipsticks, upsala, von Freedom Makeup. Und falls ihr euch auch von Makeup Revolution diese Velvet Lipsticks dann kaufen wollt, dann achtet wirklich darauf, dass da Velvet steht, weil diese Velvet-Dinger, das sind nämlich diese Liquid Lipsticks, die trocknen matt an. Aber es gibt hier welche, die heißen nämlich Etens. Seht ihr das? Und das sind nämlich Lipglosse. Also Etens, Lipgloss, Velvet, Liquid Lipsticks. Ja. Dann habe ich mal hier von Douglas, das habe ich mal irgendwie zugeschickt bekommen. Also mit meiner Bestellung zusammen. Das lag dann irgendwie dann wahrscheinlich so ein Gratisprodukt oder so. Es ist ein Bronzer, den ich gut finde von Hoola, beziehungsweise von Benefit, diesen Hoola Bronzer, den ich okay finde. Ich finde, der passt irgendwie nicht zu meiner Hautfarbe. Und dahinter noch von Essence, von Catrice, von Elf, so eine Bronzing-Palette. Ich glaube, ich mache die mal auf.
Nee, Quatsch, das ist ein Konturprodukt, krass. Ja, da kann man mal sehen, man hat echt wirklich so Sachen drin, die man gar nicht mehr so im Schirm hat. Ja, die letzten beiden Sachen, die ich hier noch habe, sind so einfach so wirklich alles so durcheinander, ne? So ein Translucent Powder, das sind hier diese Creme-Eyeshadows, die gibt es ja auch nicht mehr im Sortiment, was auch wirklich sehr, sehr schade ist. Von Make-up Revolution habe ich mir mal so auffälligere ja, so Lidschatten bestellt, weil die waren im Sale und ich dachte mir, ach, ne, warum nicht, ne? Und ja, hier vorne habe ich noch die, ne, von, was habe ich hier? Ja, von NYX, diese Glitter. Und warum fokussiert die Kamera nicht? Was habe ich hier noch? Wimpernzahn. So, ich habe noch mal ein bisschen rangezoomt. Ich habe hier nämlich Wimpernzangen, Glitter, Glitter Glue und von Urban Decay dieses Setting Spray, was auch ganz gut ist. Und das war es auch eigentlich von der Schublade. Und ich zeige euch aber noch meine Lidschattenpalettensammlung und dann war es das auch eigentlich mit der Schminksammlung. So, da sind hier so meine Lidschatten, die ich habe. Und ja, wo fange ich an? Das ist hier übrigens eine von Make-up Revolution. Die habe ich mir jetzt neu gekauft. Das ist ja so ein Dupe, beziehungsweise sie soll optisch halt genauso aussehen wie die Naked 1. Und die musste auf jeden Fall mit. Und zu Eva habe ich eine, die finde ich auch wirklich richtig schön. Hupsala. Das sind so schöne neutrale Töne. Vor allem, ich mag das, wenn in so Paletten so ein schwarzer Ton ist. Fand ich richtig schön. Dann natürlich auch hier wieder Make-up Revolution. Ich mag die Marke einfach. Ich finde die wirklich richtig gut. Die ist übrigens auch noch jungfräulich. Ja, von BH Cosmetics. Meine allerersten Paletten von Sleek natürlich. Also als ich so 2012 angefangen habe mit YouTube-Videos. Ich habe hier auch eine Palette. Moment mal, das war doch die. Ah, genau, das ist hier die Storm-Palette, die wirklich irgendwie jeder hatte. Und ich habe die auch sehr gerne benutzt. Ja, mache ich nicht mehr. Noch so kleinere Paletten. Was habe ich noch von. Oh, mein Ring ist verschwunden. Von zu Eva. Übrigens meine Lieblings-Eva-Palette, diese Cocoa Blend-Palette, die auch richtig schön ist. Die hat irgendwas arabisch-orientalisches, finde ich. Ja, mag ich. Und ja, hier hinten auch noch Make-up Revolution. Und das war's auch eigentlich. Also mehr Make-up beziehungsweise Schminke habe ich nicht. Also das ist hier alles so, was ich besitze, auch von meinen Lidschatten. Und ja,